Kann man hinzufügen? Falsche Antwort, Punktabzug? Oh. Nee. Das ist schon doof. Vielleicht beim nächsten Spiel, welches wir nicht let's playen werden. Ich muss, ich habe mich dazu verpflichtet. In meiner... Muschel, Steinpilz, Schauder. Schauder. Ein Schauder geht mir über den Rücken. Es ist so entspannt, den Ziegen hier zuzusehen. Sie führen ein ruhiges und friedliches Leben. Ja? Ich weiß, man vergisst komplett die Zeit und schwupps war man schon wieder ein paar Stunden hier. Ja, vor allem wenn... Warte mal, also uns fehlt noch eine Hinweismünze. Ja. Ja, vor allem wenn man eigentlich Unterricht zu machen hätte, ne? Dann vergeht hier die Zeit wie im Fluge. Hm. Ich finde keine. Ich gerade auch. Doch, das ist der Pfosten dazwischen. Der Pfosten, ja. Den hatte ich auch gerade dann. So, wie... Ziege oder Frau? Ziege oder Frau? Frau? Ziege! Ziege! Mäh! Oh, doch. Schau mal die da. Schau mal die da, Miss Layton. So ein süßer Spatz. Oh, bei dem würde ich aufpassen. Der frisst alles, was ihm vor seinem Mäulchen kommt. Wirklich? Ah, ich dachte mir gerade schon, dass er an meinem Finger knabbern möchte. Haha, Menschenfleisch frisst er sicher nicht, keine Angst. Aber wenn man ihm zu nahe kommt und nicht aufpasst, reißt er einem im Nu die Morgenzeitung aus der Hand. Wirklich? Er frisst Papier? Stimmt, ich habe mal gelesen, dass Ziegen das machen, ja. Und die lutschen Steine. Sollen wir auch Steine lutschen? Nein, wir haben hohes C. Ja. Es ist aber nicht wirklich gut für sie, also lasse ich es nicht zu. Hä? Was? Oh, ja. Wenn man dich erinnern will, dann machst du es automatisch, aber wenn ich mich ja, dann, nicht erinnere. Ja, dann erinnere mich mal, wenn ich es nicht mache. Ja. Es ist aber wirklich nicht gut für sie. Manche Studenten finden es trotzdem lustig und füttern sie mit Papier. Absichtlich, meinen sie? Ja, wenn sie zum Beispiel schlecht in einer Prüfung waren, verfüttern sie manchmal ihre Arbeiten an die Ziegen. Ich verhindere das, wenn ich hier bin, aber immer geht das auch nicht. Meine Güte, wie mies. So, dann mit ihr. Moment. Mit ihm. Mit ihr. Siehst du, du sagst auch mit Na, ihr. Na, er sieht so weiblich aus. Du solltest schnell mit ihr reden. Ja. Hier, jetzt ist die Videoqualität mal runtergegangen und das liegt nicht daran, dass ich die Render-Auflösung umgestellt habe. Sieht mir recht anstrengend aus, diese Pflege der Ziegen. Diese Ziege der Pflegen, Fliegen. Klar, es ist nie einfach, sich um etwas zu kümmern, was lebt. Oh, und vor kurzem hatte ich hier ein kniffliges Problem. Oh, ein Rätsel. Meckernde Ziegen. Zeckernde Miegen. Ziegenzäune. Was? Nochmal? Wie du sehen kannst, befinden sich innerhalb des Zauns 3x4 Felder. In jedem Feld im Spielbereich kann ein Zaun pro Seite gebaut werden. Wie viele Zäune brauchst du mindestens, um die Ziegen voneinander zu trennen? Die Ziegen... Moment. Mindestens in jedem kann ein Zaun pro Seite... Genau einer? Um die Ziegen zu trennen. Die Ziegen können in beliebige Felder gesetzt werden. Aber immer nur eine Ziege pro Feld. Und wie viele Ziegen sind's? 5, oder wie? Ja, warte mal. In jedem Feld... Warte mal. Befindet sich innerhalb des Zauns 3x4 Felder. In jedem Feld... Also in diesem Spiel kann ein Zaun pro Seite gebaut werden. Mhm. Wie viele Ziegen Zäune brauchst du mindestens, um die Ziegen voneinander zu trennen? Ziegen können in beliebige Felder gesetzt werden. Okay. Mhm. Wie macht man das? Hm. Ein Zaun pro Feld? Wie war das? Also man darf nicht pro Feld 2 Zäune oder... Hä? Warte mal, wie? Ich verstehe das Ganze nicht.
In jedem Feld im Spielbereich kann ein Zaun pro Seite. Pro Seite? Wie pro Seite? Ach so, man kann also jedes dieser gestrichelten Linien-Dinger. Ja. Ach so, okay. Hey, ich bin auch fertig. Okay, es ist aber falsch. Das vielleicht. Okay. Das war falsch. Pustekuchen. Umschalten vergessen. Ach, jetzt erinnerst du mich wieder nicht dran. Tut mir leid, schrei nicht. Entschuldigung. Die Ziegen müssen nicht zwangsläufig auf was? Nochmal. Moment, was soll man... Man soll die doch alle trennen, oder nicht? Oder wie war das? Ja, voneinander trennen. Wie viele Zäune braucht man dafür? Ach, ich depp. Du depp? Warum du depp? Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Nicht? Das war falsch. Das ist jetzt ein Witz. Och Mann, nochmal. Okay, also ich bin ja dafür gewesen. Moment, nochmal alles weg. Wie viele Zäune gehen denn... Was geht denn noch außerdem? Wetten ist es wieder. Aber ich komme trotzdem auf die Zahl. Warte. Ein Zaun ist ein Dingens, oder? Ein Zaun ist, denke ich, so ein Dingens, ja. Okay, warte. Nee, ist nicht, ne? Hä? Warum? Wir können also null. Schlussfolgern. Es muss null sein. Hätte sicher nicht falsch gelegen. Ich hab echt keine Ahnung. Moment. Hast du geraten? Ja, ich hab jetzt geraten, aber... Ich hab nicht geraten. Aber jetzt ganz... Ja, ich hab auch... Nein, ich hab nicht geraten. Also ich hab jetzt... Also die letzte hab ich geraten, aber die anderen, die hatte ich schon so, wie du gedacht hast. Die anderen Antworten. 7, 8, 9, 11, 12, 13. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Hä? Warte. Verzieh ich mich die ganze Zeit oder was? Ich mach jetzt was Böses. Wir können also schlussfolgern. Nein? Okay, null ist es auch nicht. Hätte sicher nicht falsch gelegen. Keine Punkte mehr. Keine Punkte mehr für niemanden? Okay. Wollen wir denn wenigstens Tipps nehmen? Warte. Lass mich gucken. Ich probier mal was. Und zwar Notizfunktion. Nochmal alles neu. Ich mach mal einmal so. Nee. Moment. Okay, wenn ich hier 1, 2, 3, 5, 6, 7, dafür. Okay, ich habe die Antwort, glaube ich. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Nein? Och Mann. Sicher nicht falsch gelegen. Ey, das ist ein blödes Rätsel. Ein richtig blödes. Also, ich bin mal offen. Ja. Weil wir jetzt wahrscheinlich eh keine Punkte mehr kriegen. Also, dann kann es ja nur noch das sein. Also, ich denke mal, weil wir eh keine Punkte mehr kriegen. Ja. Ja, jetzt können wir einfach rumprobieren, oder? Okay, also, nee, ich sag dir, welche... Okay, was sagst du, was alles falsch ist? Meins ist 0, 1, 2, habe ich schon ausprobiert. Und dann
6, 7, 8. Okay. Also zwischen 3 und 5 okay. müsste ich uns ja. Ja, haben wir außerdem ausprobiert. 20, 21, 22. Oh, es ist ein bisschen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es gibt doch nur 17! Nein! Guck doch mal! Hier sind doch auch außen welche. Hä? Die hier, die das Feld überhaupt eingrenzen. Ja, was ist ja, mit denen? Ja, das ist doch auch Zaun. Ja, und? Ja. Und dann habe ich das dazu gerechnet. Oh. Oh. Weil das ist ja auch Zaun. Ich mach mal... Ich geh mal auf. Ja, und dann habe ich gedacht, okay. Ich brauche 7 ungefähr. Mhm. Oh, mein Bild ist weg. Dein Bild ist weg? Mein Bild ist weg. Ah, okay. Bild ist das ist nicht schön. Oh, nö. Oh, nö. Nicht schon wieder. Wenn das nochmal passiert, dann irgendwann ist... Aber jetzt habe ich ja einen Emulator. Ja. Aber trotzdem ist das mies, wenn schon wieder der Anschluss da... Mit dem müssen wir jetzt vorsichtig umgehen. Nee, ich hatte ein bisschen falsch, aber ich hatte immer begründet. Nicht ja, gefragt. Also an sich ich ja auch, aber warte mal, na okay, dann zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 14. So, und dann habe ich gedacht, okay, plus 7. Dann nehme ich jetzt Hinweise mal. Ja. Du möchtest so wenig Zäune wie möglich benutzen, daher solltest du den Außenzaun nutzen, den es schon gibt, ja. Das ist klar. Und dann, um möglichst wenig Zäune zu verwenden, musst du das gleiche Gebiet in kleine und große Bereiche unterteilen. Aha. Und dann, du musst die Ziegen nur voneinander trennen. Nicht alle Ziegen müssen innerhalb einer geschlossenen Umzäunung stehen. Ja. Und dann, lasse eine Ziege außerhalb des umzäunten Bereichs, den es bereits gab. Als nächstes trennst du die restlichen Ziegen so, dass sie jeweils eigene Gehege haben. Nutze dann die linke oder die rechte Seite der großen Umzäunung, um danach drei einzelne vertikale Vierecke abzuzäunen. Was? Moment. Das war 1, 2, 3, 4, 5. Hatte ich 5 schon? Ich glaube, ich hatte 5 noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Das ist ein unfaires Ding. Zum Glück habe ich das richtig Vor allem eine Ziege müsste dann ja außerhalb des Zauns sein. Ist das sinnvoll? Da! Ja. Sollen die sollen voneinander getrennt werden. Och, ey, das ist... Ich finde das doof. Aber das hatte ich sogar schon mal so gezeichnet. Ja, ehrlich gesagt, sowas... Also bis auf die hier habe ich mir das ja auch so gedacht. Da hätte ich gedacht, ich teile hier auf. Ich habe das tatsächlich so in meinen Notizen gehabt. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal was hier mit dem angefangen, aber dann dachte ich immer noch, alle 5 müssen dumm. Da drin sein. Oh, ich war dumm. Warum? Ich hab das nicht so gezeichnet, sondern ich hatte hier unten eine Linie und habe dann so abgetrennt, dass hier 4 klingt und habe oben den Raum vergessen. Stimmt, ich hätte ja nur die gebraucht. Ja. Na jedenfalls. Okay. Ist ein Scheißrätsel. Ja. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Och, bestimmt schon ewig. Ewig und ewig. Ach, plus 2,5 Stunden. Was? Nicht Vibranium, kein Adamantium, Mysterium. Ja. Vibranium, das vielseitigste Material auf Erden. Ja. Oder so. Ja, genau, das mussten wir tun. Aber Sie verstehen, was ich meine? Ja, das tue ich. Sieht mir nach jeder Menge Arbeit aus. Ziegen essen ist vielleicht nicht ihre Größe. Nein. Ziegen essen viel für ihre Größe. Daher muss ich sie regelmäßig füttern. Und das heißt, am anderen Ende kommt ziemlich viel raus, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ein harter Job, das große Geschäft wegzuräumen. Verstehe. Und Sie brauchen sicher auch jede Menge Pflege und Zuneigung. Ja, das ist eine Menge Arbeit, aber die Ziegen liegen uns sehr am Herzen. Und das nicht nur als Teil des Forschungsprogramms. Wir verwenden ihren Mist auf dem gesamten Campus als Dünger. Jetzt...
sind sie weg. Nein, die Schokolollis. Nein, sind sie gar nicht, sind sie da. Tja, du wirst sie nie wieder erreichen. Oh, nein. Wirklich? 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 Wir haben die wunderschönen Blumen, also diesen kleinen Rackern hier zu verdanken. Hätte ich mir nie gedacht. Die Ziegen scheinen außerdem enorm nützlich zu sein. Ja, denn die Butter, die wir aus unseren Ziegen machen, ich meine aus der Milch der Ziegen, ist wirklich köstlich. Die ist nämlich von Carrie. nein. Ja, absolut. Sie sind auch sehr beliebt bei den Studenten und bei den Professoren. Wer weiß, was die Studenten und Professoren mit den Ziegen so machen. Außer die Hausaufgaben zu fressen geben. Ich hätte gerade was Böses sagen können, aber ich will nicht. Nein, nein, in die Richtung driften wir nicht ab. Also, das ist, glaube ich weiß, was du meinst. Ja. Das können wir nicht machen. Nee. 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 Nee, ist zu politisch. Ja. Ja. Eine Menge Studenten kommen hierher, um nachzusehen, wie es den Tieren geht. Und Dr. Ohm, Sie wissen schon, der mit den Pflanzengenen. Der hat Pflanzengene in seiner... Der ist Nixman. Ja. Ein Nixman? Mhm. Der kommt auch gern hierher. Oh, wirklich, Dr. Ohm? Ja, er kommt hier wohl auf andere Gedanken, wenn er in einem kniffligen Forschungsprojekt steckt. Also, das bist du. Also entspannt er sich genau wie wir gerne, indem er den Ziegen zusieht. Eigentlich sind wir ja schon fast durch, aber nee, ist ja auch mal gut jetzt. Bling! Putzige Ziegen. So. Die Ziegen im Ziegenstall der Grässenhelder werden zu Forschungsziegen gehalten, Forschungszwecken, aber sie sind so niedlich. Die Studenten und sogar die Professoren sind ganz vernarrt in sie und beobachten sie beim Spielen und Fressen. Na, willst du noch weitermachen? Nee, langsam ist auch gut. Ja. Ja. Außerdem, ich meine, das ist schon der 10. Fall. Ja. Wir sind bald am Ende und wir müssen es ja nicht übertreiben. Achso, du denkst, du schaffst es immer noch mit Mark voll. Nein. Andererseits, ich habe bald Urlaub. Stimmt. Also ja. Ich denke... Aber ich habe auch Urlaub. Das heißt, du kommst dann jeden Tag her und wir spielen das... Nicht jeden Tag, aber vielleicht nicht mehr so selten wie jetzt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ja? Ja. Ja, nicht ja. Traurig machen. Das würde mich überhaupt nicht traurig machen. Okay. Gut, jetzt haben wir uns die Ziegen aber lange genug angeschaut. Du hast die erste Blumen angesehen, bist dann in den Ziegenmist getreten, den du hier abgewaschen hast, und dann hast du dir eine Weile die Ziegen angesehen. Was kam als nächstes? Nichts, was mit Lernen an einer Universität zu tun hat. Ja. Danach, Oh ja, stimmt, die Katze. Die Katze? Zuerst eine Ziege, dann eine Katze? Joey. Ja. Ja, ich wollte gerade zurück zum Hauptgebäude gehen, als mir eine Katze über den Weg lief, bestimmt diese sehr hübsche. Mhm. Also verfolgte ich sie. Wir müssen sie bestimmt mit einer Fischgräte fangen. Oh Gott. Lass mich raten, du warst immer noch ganz aufgeregt mit den Blumen und den Ziegen, also wolltest du eine flaschige Katze streichen, um dich zu beruhigen. Nein, nein, ich hatte Angst, dass sie sich vielleicht verlaufen hat. Deshalb versuchte ich sie zu fangen und sie zurück zu ihrem Eigentümer zu bringen. Das ist aber süß. Tja, also ich bin halt süß. Und wohin führt dich die Jagd nach der Katze? Fangen wir sie, essen wir sie. Sie lief zu den Rosen, also folgte ich ihr dorthin. Dann also wieder zurück zum Blumenbeet von eben. Los geht's. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann sogar mal zum Tatort. Brauchen wir nicht. Miss Layton war offenbar genervt davon, dass es scheinbar nur wenig brachte, meinen Schritten vom Vormittag nachzugehen. Doch wie sich herausstellen sollte, führte uns eine unvorhersehbare Wendung schon bald zum Tatort. Oh, das ist doch gerade so was Schönes für einen Cliffhanger. Ja. Ja, also dann. Speichern. Nee, weißt du, was ich in meinem Urlaub machen werde, wenn du nicht da bist? Bloodborne. Ah, okay.
Und Kira muss zuschauen. Fress die Katze. Fress die Katze. Schade, dass du jetzt erst dazu kommst. Mach nämlich jetzt Schluss. Ja, das ist jetzt... Oh, schade. Ja, eben, also wir machen jetzt halt echt endgültig Schluss. Wir machen Schluss. Auf ja. jeden. Nein, wir machen noch nicht endgültig Schluss. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Dann machen wir Schluss. Ja? Ja, also wir machen für heute Schluss. Ja. 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 Aber irgendwann sind wir wieder da. Ja. Genau. Wir machen Schluss. Ja, Tendocast. Freu dich, wir machen Schluss. Ja. Du kriegst mich endlich. Ich wollte gerade sagen, kannst du jetzt aussuchen, wen du willst. Verdammt. Nö, wieso? Wir sind, also bei mir ist ja sowieso schon... Ja, ja, bei euch. Ja, das ist ja sowieso schon eine geheime Affäre. Ja. Von Marc. Okay. Ja, dann zugeklappt, ausgemacht und eingeschwappt. Moment. Bye, bye. Ja, ich will zumachen. Oder habe ich... Ich hab gespeichert. Bye, bye. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Und stopp.